Gefüllte Kalamagetti, Kalamagetti, so heißen die kleinen Tintenfische, die in den Mittelmeerländern so überaus beliebt sind. Machen Sie es den Italienern, Spaniern, Griechen einfach nach, scheuen Sie die Arbeit des Säuberns und füllen's nicht. Das Ergebnis wird Sie belohnen und begeistern. Paragraph 11.0 Kalamagetti werden ungefüllt nur sehr kurz und heiß gebraten, gefüllt am besten ebenfalls bei hoher Temperatur im Backofen garen. So bleiben sie zart, saftig und voller Meeresgeschmack. I6 Kalamagetti I6 Zahnstocher zum Verschließen für die Füllung, 2 Scheiben Toastbrot, 6 Esslöffel Olivenöl, 1,5 mittelgroße Fenchelknolle, 2 Esslöffel frischer Zitronensaft, die frische Knoblauch, CZOG Pinienkerne, 2G Rosinen, 2 Thymianzwege, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, außerdem 4 frische Knoblauchzehen, 12 kleine Tomaten, 4 Thymianzwege, Salz, Pfeffer, 4 Esslöffel sehr gutes Olivenöl. J. Kalamagetti putzen, indem man den Kopf mit den Tentakeln aus dem Körperbeutel, Klammer auf, auch Tube genannt, Klammer zu, zieht. Mit einem Messer die Tentakel knapp über dem Auge so abschneiden, dass die Tentakel noch miteinander verbunden bleiben. Kauwerkzeuge in der Mitte der Tentakel herausdrücken. Vom Körperbeutel die Haut abziehen und das transparente Fischbein aus der Tube herausziehen. Tentakel und Körperbeutel sorgfältig waschen und trocken tupfen. I für die Füllung vom Toastbrot die Rinde abschneiden und die Scheiben in sehr feine Würfel, Chen, schneiden. 4 Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne erhitzen und darin die Brotwürfelchen von allen Seiten bei mittlerer Temperatur, goldbraun rösten. Die Brotwürfel auf einen Teller geben und abkühlen lassen. Senior 1 Joule Fenchel putzen, waschen, in sehr feine Würfelchen schneiden und mit dem Zitronensaft beträufeln. Knoblauch schälen und fein hacken. Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, aus der Pfanne nehmen und fein hacken. Rosinen ebenfalls hacken. Thymian waschen, die Blättchen von den Stielen zupfen und hacken. 5 Fenchelwürfelchen im restlichen Olivenöl anschwitzen, Knoblauch und Thymian zufügen und kurz durchschwenken. Alle Zutaten für die Füllung in einer Schüssel mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Füllung vorsichtig und nicht zu stramm in die Kalamagetti-Tuben füllen, am besten eignet sich hierfür ein Spritzbeutel ohne Tülle. Die Tuben mit jeweils einem Zahnstocher schließen. 5 Die Knoblauchzehen schälen und leicht andrücken. Tomaten waschen und halbieren. Thymian waschen und trocken schleudern. Die gefüllten Kalamagetti-Tuben mit den Tentakeln, Tomaten, Knoblauchzehen und Thymianzweigen in eine Auflaufform geben oder nach Belieben die Zutaten auf 4 Portionsförmchen verteilen. Alles mit Salz und Pfeffer würzen und das Öl darüber träufeln. Das Ganze in den auf I90 Grad C vorgeheizten Backofen geben und maximal 15 Minuten backen. Dazu passt frisch aufgebackenes Weißbrot.